Wie es manchmal so ist im Leben, kam ein alter Schulfreund von mir, der Stefan Rager, der hiermit nach Tokio hin gegrüßt sei. Der hat in Tegernsee bei dem Herzogliche Brauerei, hat der Bierbrauer gelernt, hat dann einen Biermeister gemacht und ist irgendwann einmal nach Japan, um für eine deutsche Firma eine Brauanlage zu bauen, eine Brauerei zu bauen. Hat sich dort verliebt, wie es manchmal so läuft im Leben, und hat dann beschlossen, er macht sich selbstständig und macht eine Brauerei in Japan auf. Und sein bester Freund in Japan ist Mitsu. Und ich weiß noch, ich stehe in der Lobby und erzähle dem Stefan Rager mein Wehleiden, dass ich keine Kopf finde. Und da sage ich, hast du eine Idee? Da hat er so ähnlich wie die Eli aus der Pistole geschossen und sagt, ja, freilich, ich habe einen, ja, ich habe einen Sushi-Meister für dich. Ich sage, das gibt es doch nicht. Sagt er, doch, mein bester Freund in Japan, der Mitsu, der hat ein hochkarätiges Lokal am Mount Fuji und sein Mietvertrag läuft aus. Der war vor 20 Jahren schon einmal in Deutschland und der sucht eine neue Herausforderung und hat eh schon mal gesagt, er würde gerne nach Deutschland kommen. Und dann haben wir Skype-Konferenzen gehabt und irgendwann letztes Jahr im Dezember bin ich nach Japan geflogen und dann haben wir eine Woche zusammen verbracht in Tokio und auch am Mount Fuji. Da hatte ich die kälteste Nacht meines Lebens in diesen japanischen Betten mit sehr geringer Isolierung. Aber wir hatten eine tolle Zeit, du hast uns ganz tolle Lokale gezeigt. Und da war ja für mich so die Frage, kann der überhaupt gut genug kochen für das, was wir hier vorhaben? Habe ich gedacht. Und dann hat er mich mal eingeladen in sein Lokal. Es war der letzte Abend in seinem Lokal. War natürlich fantastisch. Seine Frau war mit dabei, seine Eltern, seine Kinder waren mit dabei. Und dann waren wir auch einmal in einem Restaurant, wo man Kugelfisch serviert. Da habe ich herausgefunden, er ist einer der wenigen japanischen Köche, die die Lizenz haben, diesen gefährlichen Kugelfisch zu essen. Und dann habe ich geglaubt, dass ich sozusagen jetzt einseitig sagen kann, okay, Mitsu, du hast den Job, schön, freut mich, dass du da bist. Weit gefehlt. Mitsu hat gesagt, schön, dass du Interesse hast an mir, aber bevor ich Interesse an dir habe, gehen wir ins japanische Außenministerium, weil da arbeitet mein Freund, der Herr Takahashi. Da sage ich, was soll ich da? Und er sagte, ja, wir müssen noch ein bisschen Formalitäten klären. Es war dann so, dass wir dort ankamen und dann kam, ähnlich wie Sie, die japanische Antwort auf James Bond mir entgegen. Ein brillant aussehender, bestens gekleideter Herr, der perfekt Deutsch spricht, der in Augsburg, ich glaube, Jura und Germanistik studiert hat. Und der mich 4 Stunden lang gegrillt hat, ob das Tegernseer Tal, ob das Barmer Weißer es wert ist, so einen hochkarätigen Sushi- und japanischen Kochmeister bei uns haben zu dürfen. Und nach ähnlich viel Schweiß wie heute und starken Nerven habe ich diese Prüfung bestanden und darum sind wir ganz froh und glücklich, dass wir dich heute bei uns haben dürfen. Danke. Vielleicht noch 2, 3 Worte zum Konzept. Mitsu heißt auf Japanisch Wasser, meint auch fließendes Wasser. Wir bauen jetzt eine schöne Brücke, weil der Mitsu, man schreibt Mitsu Wasser und Mitsu die Person, ein bisschen unterschiedlich, aber es heißt gleich. Wir haben die Nähe zu dem Mühlbach, hier das Wasser, wir sind nah am Tegernsee. Fisch schwimmt im Wasser, insofern fanden wir das eine nette Symbiose. Es soll kein feines hochgestochenes japanisches Lokal sein. Wir haben absichtlich gesagt Sushi-Bar, weil das soll leicht sein. Die Leute sollen reinkommen, es soll jung, freundlich, einfach, unkompliziert sein. Man geht rein, bestellt sich was und wenn man nur ein bisschen Sushi oder eine Miso-Suppe will, dann ist es schön. Und wenn man dann das noch ein bisschen ausweiten will und tolle Drinks von David, dann ist es noch besser. Aber das soll kein Hotel-Restaurant sein, kein hochkarätiges Sushi-Restaurant.
sondern soll einfach sein. Dazu beigetragen hat auch übrigens der Stefan Bogner, der das Grafikdesign für das Ganze gemacht hat. Ganz hochkarätiges Design. Ich meine, mir einbilden zu dürfen, auch du, Flori, dass wir von Design ein bisschen was verstehen, weil das sozusagen unser Umgangsbereich ist. Also vielen herzlichen Dank dafür. So. Mito, wir sind wahnsinnig stolz und fühlen uns geehrt, dass du zu uns gekommen bist. Uns ist bewusst, dass Japaner normalerweise im Ausland nur für Japaner und japanische Firmen arbeiten. Und dass du uns die Ehre gibst, das hier bei uns bei einem bayerischen Unternehmen zu tun, ist für uns großartig. Wir dürfen dich mittlerweile auch als Freund und als persönlichen Begleiter kennenlernen. Wir haben festgestellt, dass du ein großes Herz hast, dass du sehr viel Feinsinn hast und Detailfreude. Daher möchte ich dir danken und vor allem sozusagen feierlich den Schlüssel von deinem Restaurant, dein Mitsu, hiermit übergeben. Herzlich willkommen in Bayern, herzlich willkommen am Tegernsee, herzlich willkommen im Bachmeier-Weißer.